alle, Bastelzeit und heute mal wieder eine kleine Reparatur. Ich hoffe, dass es nicht viel ist, denn es ist so ein Gerät, was ich eigentlich schon gerne haben möchte, nämlich meine Tastatur. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist eine Tastatur, wie wir sehen können, von Cherry und die hat einen Vorteil. Es ist eine Cherry-Tastatur mit mechanischen Tasten. Das heißt also im Gegensatz zu den klassischen PC-Tastaturen, die bei den meisten Rechnern dabei sind, die mit so einem Plastikdom arbeiten, ist hier wirklich eine Feder drin und das hat zwei Effekte. Zum einen, man hat einen sehr guten Druckpunkt und zum zweiten, man hört hier schon, das hier ist die sogenannte Clicky-Variante. Das heißt also eine sehr effektive Möglichkeit, um dafür zu sorgen, nicht zu Videokonferenzen eingeladen zu werden. Die Sache ist, die ist eigentlich nicht kabellos, die ist nur gerade kabellos. Normalerweise gehört da nämlich hier eine Mini-USB hier hinten rein. Das klappt auch, wenn wir einstecken, sehen wir, die Lampe geht an hier oben. Das leuchtet so ein bisschen und wir können die auch bedienen. Dachte ich, ja, da ist ein Umlock. Also das funktioniert, aber wenn ich hier mal ein bisschen wackel, ja, ich denke, man sieht es schon. Wackelkontakt am USB. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das überhaupt soll, hier USB dran zu machen. Es ist eine Kabeltastatur. Warum macht ihr das Kabel nicht fest dran? Denn, naja, USB ist halt dafür bekannt, schnell kaputt zu gehen. Aber gut. Schauen wir mal, ob wir das nochmal irgendwie hier hinbekommen. Ich gehe mal davon aus, wird nur nachlöten sein. Eventuell werde ich auch noch die Keycaps rausholen, die nochmal reinigen. Aber so alt ist das Ding jetzt eigentlich nicht. Die Frage ist, wie kommen wir ins Innere? Denn bis jetzt ist noch nichts zu sehen. Aber hoffen wir einfach mal, dass sich hier unter diesen Pinöppeln da etwas befindet. Ich gehe von ja aus. Das Problem ist, dass die auch nicht rauskommen wollen. Ja, okay, da ist auf jeden Fall mal was drunter. Fünf Stück und unten nur geklippt. Ja, hoffen wir, dass meine Vermutung da richtig ist. Ich gehe mal hier popeln und hoffe, dass ich die irgendwie da rausbekomme. Modellnummer im Übrigen die MX3850 USB, ist mit das günstigste Modell, was es in die Richtung gibt. Aber für meine Zwecke ist das ausreichend. So viel tippe ich dann üblicherweise auch nicht hier stationär. Und kriegen wir das jetzt auf. Wow! Okay, was war das? Ich dachte, da wäre etwas geflogen, aber anscheinend nicht. Klicken wir mal hier den Rest raus. So, und damit sind wir dann auch im Inneren. Und ja, ihr wisst das ja, Tastaturen, das ist, glaube ich, so das dreckigste Ding, was man im Haushalt hat. Ein bisschen reinigen tut er auf jeden Fall gut. Was man hier aber auch schon sieht, die Mini-USB-Buchse, sorry, hat man versucht mit Heißklebern ein bisschen zu stabilisieren, aber so wie das wackelt, da ist nichts mehr zu stabilisieren. Da ist definitiv was hinüber. Also, ja, perfekt, das können wir so rausholen. Schauen wir mal, was wir da machen können. Von der Rückseite haben wir zwei Lötstellen hier vorne, die definitiv lose sind. Und hier hinten sind auch Lötstellen lose. Ich glaube, dann können wir sogar einfach die nachziehen. Und den Rest ganz lassen, weil das ist eine Through-Hole, also nichts mit SMD. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, zumindest wenn ich Strom für meinen Lötkolben hätte. Und ich denke, hier kann man das auch relativ gut sehen. Wir haben hier die Lötstellen und da sieht man schon, da ist so ein Ring, so ein schwarzer. Auch hier hinten, und wenn ich mal an der Buchse wackel, dann sehen wir auch relativ flott, dass da die beiden Haltepins und hinten einer von den Pins am Wackeln ist. Und das ist natürlich nicht gut. So kann das nicht wirklich funktionieren. Ja, ansonsten ist hier auf der nicht viel drauf auf der Tastatur. Wir haben hier, was ist das, ein Holtec HT82K95E. Das ist anscheinend der Controller, der genutzt wird. Daneben, das dürften 6 MHz Quarz vermutlich sein. Seltsame Bauform, aber ja. Ansonsten ein paar Widerstände, ein paar Kondensatoren. Das war's. Der Rest ist dann entsprechend auf der Vorderseite zu finden. Und wenn wir hier mal auf das Datenblatt gucken, dann haben wir hier ein USB Multimedia Keyboard Emulator mit 8-Bit MCU. Also genau das,
was wir irgendwie erwartet haben. Ein spezieller Chip genau für Tastaturen, speziell für sowas hier. Und es ist ein 8-Bit-Prozessor drin, um eigenen Kram zu machen. Auch sonst, wenn wir gucken, Betriebsspannung 3,3 bis 5,5 Volt. Hier, USB hat 5 Volt. Der Quarz 6 oder 12 Megahertz. Wir haben einen 6 Megahertz Quarz, kommt also auch hin. Sind wir also richtig mit dabei. Und auch hier USB und PS2-Funktion. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch, ältere PCs, die hatten die Tastatur meistens nicht per USB angeschlossen, sondern mit einem speziellen PS2-Port. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil natürlich ist größer und ein Port mehr. Vorteil, er ist speziell für Tastaturen, funktioniert meistens zuverlässiger. Hier die Tastatur kann beides, das heißt, man kann mit einem passiven Adapter den USB-Anschluss auf PS2 umsetzen und hier die Tastatur auch an diesen älteren Anschlüssen benutzen. Was ansonsten noch zu beachten gibt, hier unten sehen wir ja schon, es gibt den HT82K95 Anton und den HT82K95 Emil. Das sind also zwei unterschiedliche Chips, die ähnlich sind, aber einen gewissen Unterschied haben. Und zwar ist die Variante mit dem Anton am Ende die sogenannte Masked Version. Das heißt, man geht hin, schreibt seine Firmware fertig, kompiliert die und gibt das fertige Softwarepaket an den Hersteller Holtec. Und der baut dann Chips, wo diese Firmware wirklich fest drin verbaut ist. Die Alternative, das ist der HT82K95 Emil. Die ist programmierbar, das heißt, bei der kann man ein Programmiergerät anschließen, aber OTP, One-Time Programmable. Das heißt, man kann nur einmal die Firmware hochladen, danach ist sie drin und lässt sich nicht mehr überschreiben. In beiden Fällen heißt das natürlich, Firmware-Updates ist halt hier bei der Tastatur nicht. Man sollte zwar meinen, das soll auch nicht notwendig sein, Tastatur ist jetzt nicht so kompliziert, aber dieses USB-Hit-Protokoll, das hat sehr viele Fallstricke und Dinge, wo man Sachen falsch machen kann. Von daher wäre es manchmal tatsächlich wünschenswert, Updates machen zu können, hier aber nicht möglich. Ansonsten, was dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein dürfte, wenn wir uns das Gehäuse angucken, das hat jetzt nicht so viele Pins, wenn man mal vergleicht, so eine normale Tastatur, 120, 130 Tasten, was auch immer. Passt natürlich nicht, das heißt, die Tasten, die sind nicht alle direkt angeschlossen, sondern es ist eine Matrix mit Reihen und Spalten und da werden immer Gruppen nacheinander abgefragt. Das heißt, wenn man eine Taste drückt, kann es auch schon mal ein bisschen was dauern, bis das der Controller das mitbekommt, aber es ist meistens schnell genug. Ein normaler Mensch tippt ja nicht so schnell. Achso, und von der anderen Seite, wie wir sehen, nicht wirklich viel. Wir haben hier ein paar Widerstände, die LEDs entsprechend für die Beleuchtung vom Logo. Kabel, was weggeht, das scheint Erdung oder so zu sein. Und hier hinten, da versteckt sich noch ein einsamer PC. Was ist das? 547B. Müsste ein NPN oder PNP-Transistor sein. Ich gehe mal davon aus, dass der genutzt wird, eventuell um die LEDs ein- und auszuschalten. Ich meine, die waren hier auch steuerbar. Na gut. Ansonsten der Aufbau, wir haben hier die sogenannten Keycaps, das sind die eigentlichen Tasten, auf denen man haut. Darunter ist der eigentliche Taster hier und wir sehen hier durch schon eine Diode, die gehört noch mit dazu. Und die hier, die sind teilweise gesteckt, bei jedem Modell sind sie, glaube ich, verlötet. Müssen wir mal gucken. Das, was wir hier sehen, das ist ein Metall, das sitzt auf dem eigentlichen Board drauf und ja, das bringt das Ganze nochmal ein bisschen höher. Aber genug davon, ich möchte gleich wieder tippen können. Also machen wir mal ein bisschen frisches Lot hier hin. Schönes verbleites. Das dürfte ein bisschen länger halten. Na komm. Jetzt ist er warm. Dann löte ich das falsche Ding fest. Whatever. Nächster. Hier sieht man dann auch schön, wie das fließt. Dann dürfte sich da definitiv nichts mehr bewegen hier. Fein. So, Datenpin. Hier der eine war ja kaputt. Ich mache es aber gerade alle zur Sicherheit nochmal. Da sich der ja ziemlich viel bewegt hat, weiß ich halt nicht, wie viel Schäden da die anderen Lötstellen genommen haben. Deswegen ist es da besser, hoppala, keine Lötbrücken zu bauen. Die nochmal nachzulöten. Okay, das sollte eigentlich alles gewesen sein. Der sieht aber auch nicht so berauschend aus, oder meine ich das nur? Sicher ist sicher.
Und hier sieht man auch schön den Unterschied. Hier unten, das ist eine Lötstelle, da habe ich viel Bleilot drauf gemacht. Die glänzt richtig, da kann man hier die Spiegelung von der Pinzette sehen. Und hingegen hier, da habe ich nicht wirklich, die habe ich quasi nur warm gemacht. Das ist extrem matt, da spiegelt sich nichts. Das ist dann dieses Original-Lötzinn, was bleifrei ist und entsprechend sowas hier auslöst. Dieses bleifreie Lot, das ist zumindest die alten Varianten, die früher benutzt wurden, die sind relativ anfällig für solche kaputte Lötstellen. Aber Blei ist halt schädlich für die Umwelt, deswegen darf es heute in neuen Produkten nicht mehr zum Einsatz kommen. Muss man ein bisschen gucken, also ist dann immer eine Abwägungssache in meinen Augen. Aber man hat sich halt dazu entschieden, okay, wir benutzen nur noch bleifrei und im Zweifelsfall muss die Haltbarkeit darunter leiden. Das müsste jetzt theoretisch ja wieder gehen. Machen wir den mal wieder hier rein. Gucken, wackeln. Wie wir sehen, die Lampen bleiben an. Da geht nichts mehr an und aus. Mal überlegen, ob ich noch was mehr Heißkleber drüber mache. Ich denke mal, mit den Lötstellen sollte das behoben sein. Ich werde jetzt noch hingehen und den Rest reinigen, das heißt die ganzen Keepcaps hier runter machen und die einmal eine Runde durch, ja, mal gucken, Waschmaschine oder Spülbecken drehen lassen. Und ja, dann müsste das Ding hier wieder einsatzfähig sein. Zum Entfernen der Keycaps gibt es verschiedene Methoden. Es gibt spezielles Werkzeug dafür, um hier oben diese Plastikkappen runterzuziehen. Keycap-Puller heißen die dann. Und die Tastatur-Nerds werden euch die wahrscheinlich auch empfehlen. Ich habe keinen hier und will es jetzt auch möglichst schnell fertig haben. Von daher, ich gehe einfach bei denen, die außen sind, mit den Fingern drunter und heb sie so raus. Ist meistens jetzt nicht so ganz ein Problem. Sollte natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel seitliche Belastung da drauf gibt. Aber wenn man von unten hebelt, geht das. Ansonsten auch eine Möglichkeit ist natürlich irgendwie mit einem flachen Gegenstand, also Schraubendreher oder Messer oder sowas, entsprechend die zu hebeln, muss man auch wieder ein bisschen aufpassen. Das Plastik ist halt, sagen wir, nicht unkaputtbar. Riskiert man im Zweifelsfall also die Keycaps zu beschädigen. Aber die Dinger sind relativ stabil. Ich meine, die halten da einiges an Tippen drauf aus. Da ist dann der Ausbau meistens nicht ganz so eine große Belastung. Ein bisschen aufpassen muss man bei größeren Tasten, also sowas wie Enter oder Leertaste. Da ist meistens noch ein Bügel drin. Den muss man beim Rausholen auch entsprechend vorher aushängen, dass man sich da nichts rausreißt. Aber das sieht man eigentlich relativ schnell, sollte kein Problem sein. Und kurze Korrektur, nope, hier bei denen sind keine Federn gespannt, da sind die irgendwie alle eingebaut. Das geht dann natürlich noch einfacher. So, der Haufen kommt bei mir jetzt entsprechend hier in einen kleinen Stoffsack und dann darf er eine Runde durch die Waschmaschine drehen. Alternativ einfach Spülbecken holen, Stopfen rein, ein bisschen Wasser rein und sie dann da reinkippen. In beiden Fällen, ja, entweder klar Wasser oder man holt ein bisschen was an Seife. Keine allzu starken Reinigungsmittel, je nachdem, was da an Druck drauf ist oder so, kann sich das sonst lösen. Und dann, ja, gut durchrühren, bis das der Dreck da weg ist. Für das Board selber, da ist ja meistens der meiste Dreck, weil der fällt halt in die Ritzen und liegt dann da. Da ist es üblicherweise ganz gut, einfach einen Pinsel zu holen, mit einem Pinsel den ganzen Dreck runterzumachen. In den meisten Fällen reicht das aus, wenn es wirklich hartnäckiger ist, eventuell mit ein bisschen Alkohol dran gehen, also IPA oder sowas. Da muss man aber natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendein Plastik oder so erwischt, was eventuell dadurch angegriffen werden kann. Im Zweifelsfall vorher ein bisschen rumprobieren. Und ja, je weniger Reinigungsmittel, desto besser an der Stelle. Was im Übrigen noch interessant ist, wenn wir auf die Rückseite von dem Board gucken, da sind hier solche Abdrücke von Formen, die anscheinend drüber gestülpt wurden. Ich gehe mal davon aus, dass immer da die Blöcke, also zum Beispiel die 3 Taster oder die 4 Taster, am Stück reingesetzt und danach verlötet worden. Und ja, daher dieses Muster hier zusammenkommt. Das könnte damit zu tun haben, wenn wir hier zum Beispiel gucken, hier sind 2 Löcher, wo kein Taster dahinter ist, im Gegensatz zu dem, wo welcher ist. Amerikanische Belegung, deutsche Belegung, die haben halt unterschiedliche Tastenanordnungen. Und dass man vielleicht so im Herstellprozess mit einem PCB und derselben Maschine, nur daran, welche Form man gerade einsetzt, verschiedene Tastaturen fertigen kann. Könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ich kann natürlich nicht wirklich reingucken, was die da am Ende wirklich gemacht haben, aber mir ist halt gerade aufgefallen, dass hier noch solche Überreste von Formen zu sehen sind, die halt nichts mit hier der Tastatur zu tun haben. Also da sind nicht vorne irgendwie Gruppen, die man jetzt nicht sehen würde. Und was, wenn dann alles fertig gereinigt ist? Na, ich würde jetzt ja die passende Zeitraffer einblenden, aber leider hat die Kamera mal wieder da ein Video verschluckt. Whatever.
Kleine Aufgabe für euch. Wie wäre es denn, wenn ihr eure Tastatur auch mal reinigt? Weil ihr wisst ja, sie werden sehr schnell dreckig. Und dann holt ihr diesen großen Haufen Tasten. Und jetzt macht ihr die bitte, ohne im Internet nachzugucken. Nein, nicht googeln, das ist Cheaten. Alles direkt aus dem Kopf, die Tasten wieder in die richtige Position. Das ist eine schöne Übung, um so ein bisschen zu üben, ob man wirklich weiß, wo welche Taste auf der Tastatur ist oder ob man nicht doch ab und zu mal so einen Blick nach unten riskiert und doch nicht so ganz blind tippen kann. Ist in meinen Augen eine relativ gute Sache, um da nochmal zu prüfen, ob man das wirklich kann oder den zugehörigen Azubi zu Weißglut zu treiben. Ja, meine private Tastatur, die kriegt der Azubi natürlich nicht in die Finger, das mache ich schön selber und ja, ich habe es auch so weit hinbekommen. Zugegeben, ich hatte auch irgendwie so zwei Tasten vertauscht, aber das sind Multimedia-Tasten, die sind nicht genormt, also das zählt nicht. Schlussendlich, egal ob man cheatet oder nicht, Hauptsache die Tastatur ist danach wieder zusammen und na, danach zu urteilen, dass ihr das Video sehen könnt, war ich inzwischen wieder in der Lage, mein Passwort einzugeben, also das Ding ist halbwegs wieder sauber, ich habe nichts kaputt gemacht und vor allen Dingen die USB-Buchse ist wieder fest. Wie gesagt, ich verstehe es nur so mäßig, warum man da überhaupt eine USB-Buchse dran macht. Eine Tastatur ist jetzt nicht wirklich etwas, wo man regelmäßig aussteckt und sie mitnimmt. Aber hey, fürs Erste müsste das wieder laufen und damit tut die Tastatur auch wieder, was sie soll.